Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oakwood, das Dino-Horror-Game. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir waren, und es tut mir auch wirklich leid, dass ich erst so spät. Den zweiten Teil erspiele. Tut mir wirklich leid. Der wollte es eigentlich schon viel früher beenden. Guck mal, da ist er. Da ist er, der alte kleine Velociraptor. Okay, er nimmt gerade die Dings auseinander. Die Microwave. Ich weiß ja nicht, wo ich bin, wo ich hin muss. Da ist er, das Arschloch. Hier ist ein Glas in der Luft. Nein, renn! Du Scheiße. Muss ich abhauen? If anyone reads this, wenn irgendjemand das liest, Dylan und ich are up ahead looking for a safe place to. Wir sind los gegangen, um nach einem sicheren Ort. Was? Safe place to hide until morning. Ach so, wir sind losgegangen, um uns zu verstecken bis zum Morgen. It's not safe in the wood. Also es ist nicht sicher in dem Wald. They hunt from the. Sie jagen aus den Büschen. Bitte seid vorsichtig, Zoe. Mhm. Ja, ja. My English is not the yellow from the egg. Also sie jumpen aus den Büschen. Aber sie hat auf jeden Fall Zeit gehabt, noch eine Note zu schreiben. Pilze, nee, Pilze. Nicht so gut. Wood Pine Forest. Soll eine Spinnnetz hier sein oder was soll das sein für ein Dreck? Da qualmt was. Nee, was ist das? Hä? Seht ihr diese Erscheinung? Seht ihr diese Anomalie? Oh, okay, sie ist weg. Alright, alright, alright. What in the heck? Wollen die mich jetzt aus den Büschen hunten? Wollen sie mich jagen? Wo ist das Regen? Hey! Mach keinen Quatsch, Junge! Da ist auch einer gerannt. Ich bin beunruhigt, weil ich so langsam laufe, ne? Nicht mit mir, Keule. Nicht mit mir. Ich gehe im Baumstamm hier rein. Oder auch nicht. Hört auf! Ihr habt da wohl noch gefressen. Was liegt denn hier? Noch eine Note. To Zoe Cupcakes at qmail.com. Hey Zoe. Check out this place. I just got a random invite to this campground. Okay, guck dir mal den Ort an. Ich habe hier einen zufälligen Gast mitgebracht oder was? Thought this directions attached looks cool. Mann. Kann ich den Rucksack nicht aufheben? Reden die von mir? Hab ich hier irgendwie. Hab auch völlig vergessen, wer ich war. Ist halt mein Fehler, wenn ich so spät erst den zweiten Teil spiele, ne? Was heißt den zweiten Teil, aber die zweite Folge.
Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur campen. Macht das Walkie-Talkie aus, sonst kommen die erst recht. Ich glaube, ich hab... Ich sollte wohl nicht stehen bleiben. Und dieses beschissene Walkie-Talkie ist losgegangen. Das wird die angelockt haben. Nicht zu dem Zaun, ich gehe hoch. Autoreifen, scheiße, nimm die Dinger, bau dir ein Auto. Pick up a tank of gas. Ich habe einen Kanister mit Benzin. Auf hier oben. Ja, und jetzt? I'm scared. Jetzt bin ich schon wieder beim Zaun. Ich kann nicht springen. I'm scared a little bit. Nein. Geh weg. Da. Was ist jetzt los? Wo musst du hin? Ich komme da nicht rüber. Jetzt muss ich da wieder langlaufen. Ihr wollt mich wohl verarschen. Du hättest doch einfach über die kleinen Felsen rüberspringen können, denn... Ja, wisst ihr? Und jetzt? Noch weiter runter? Wow. Was ist denn das? Ich sehe ja nichts. Scheiße, wo bin ich? Der Scheinwerfer von dem Auto geht genau auf das Teil da. Hört ihr das? Das ist nicht gut, sag ich euch. Das ist nicht gut. Run, bitch! Run! Gott, habe ich es geschafft? Alter, wo gehen wir hier hin? Jurassic Park 2.0 oder was? Zum Mäusemelken ist das hier Eck. Ja, na logisch. Mann, was soll denn das? Ich werde hier nur verfolgt, kann das sein? Run, Junge, run! Da ist das nächste Ding. Run! War da irgendwie ein Stromkasten oder so drin? Muss ich den aktivieren? Habe ich jetzt auf die Schnelle so nicht gesehen. Wo latsch ich hier eigentlich lang? Was ist hier los? Ja, klar. Hohes, dichtes Gestrüpp ist das Beste, wo man laufen kann jetzt im Moment. Die spiken einfach an mir vorbei. Also ich laufe einfach da lang, wo keine Bäume sind, ne? Was ist das? Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Da, das ist offen. Logisch. Lauft. Was passiert hier? Oh Mann, Alter, nein. Wo bin ich denn jetzt?
outside sewers. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier... Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal stark davon aus, dass hier keine Dinos drin sind. Notiz: Oakwood Township, Sewers 1990. Remains incomplete. Construction postponed indefinite. Infinity Unit. Not a complete date. Unknown. Hä? Ist irgendwas kaputt oder was? Ja, klasse, was mag ich unten? Okay, rotes Licht nie gut. Rotes Licht nie gut und ich gehe da lang hier. Ja. Logisch. Hä? Mit dem Labyrinth oder was? Wo zur Hölle sind wir? Aber bestimmt der falsche Weg geradeaus. Okay. Wieder eine rote Lampe. Hackdreck. Ein bisschen Herzklopfen. Nee. Denk mal, hier müssen meine Hände schwitzen, auch so wie Scheiße war. Es geht ja noch weiter runter, so eine Scheiße. Ich dachte, ihr werdet Exit. Was ist denn jetzt los? Die Lampe wird jetzt nicht den Geist aufgeben, verstanden? Gerade erschrocken war mein eigener Schritt, eine Scheiße. Hör auf damit. Ich habe keinen Schimmer, wo ich hin muss. Ne? Okay, gut. Wir können also nur den Weg gehen. Lampe bringt eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Ist das? Scheiße. Pump. Warum war die auf einmal so stark? Oh. Hatte ich kein Inventar oder so? Meine Dings ist alle. Your Flashlight ist dead. Ich habe einen Totem aufgehoben. Toll. In case of emergency, water in the access can be opened by jumping the flow levers. Ich kann ich jetzt hier irgendwas ziehen? Nee. Und ich hab keine Batterien für die Flashlight, so eine Scheiße. Ich glaube, ich muss einfach in der Aufnahme gucken, da ist es viel heller, wenn ich das gerade so sehe. Ich spinne rüber. Na, jetzt ist ja ein Problem. Hä? Note read by Dylan. I lost Zoe. Ich habe Zoe verloren. I don't know what to do. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Don't think I'm making it out of here. Also ich denke nicht, dass ich das hier rausschaffe. Using Carter's Googles to make my way through this place. Ich habe Carters Brille, meint er damit? Aber eigentlich, nee. Batteries running on die Batterien sind leer. Hope he's okay.
Okay. Ich hoffe, er ist okay. Zoe's got on one of his radios. Might have the other ones. The virtual receiver is broken. So there's no way to tell. If I find this, please tell my mom. Oh, hat ihn schon hingerafft. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall waren die hier. Die waren ja unten in der Kanalisation. Aber er hat da schon Zoe verloren. Das bedeutet, die muss ja irgendwo oben gewesen sein. Er ist hier runtergegangen? Nee. Sind da bestimmt zusammen hier runtergegangen. Gibt ja nur einen Bescheuerten, der hier alleine runtergeht. Da bin ich. Ich wünschte auch jetzt wirklich langsam, ich wäre hier wieder raus. Scheiße! Okay. Mann, ey. Er macht die auch gleich automatisch an, ne? Emergency access port is locked mechanical. The gate can be opened by pumping the three auxiliary flow levers located on the flow control valve station near the generators. Ach so. Ne, deswegen, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Man kann es separat, also maschinell öffnen. Das Gate hier, das Tor. Und dazu müssen wir jetzt diese drei Schalter umlegen. Bedeutet, wir müssen an dem Feeder irgendwie vorbei. Aber ich konnte mich auch gerade nicht bewegen, ne? Hier ist ja eine Stirne. Klasse. Also jetzt müsste ich geschafft haben. Kannst mich am Arsch lecken, Junge. Leck mich einfach im Arsch. So, da gehen die Pfeile lang. Jetzt hier irgendwas drücken.
Wieso ist denn das Mechanik? Hä? Habt ihr jetzt alle drei gemacht? Oder nicht? Soll ich ihn jetzt noch machen? Hier vielleicht? Nee. Ey. Was ist das für ein Dreck? Ist ja die ganze Zeit nur am Wegrennen vor den... Schwitzen so die Hände, ey. Was mag ich eigentlich, wenn irgendwelche Viecher dich umbringen können? Hassig wie solche, ey. Mache ich jetzt eigentlich hier unten in der Kanalisation? Verstehe das überhaupt nicht. Kann ich das Wasser hier abdrehen? Was? Ah, ich denke mal, das wird ja. Naja, das wäre ja wohl gegangen, wenn er da drunter durchgegangen wäre. Meine Schritte, wa? Ist das? Unknown Location, also unbekannte. Eine brennende Thermoskanne. Nein, war Spaß. Wo muss ich denn hin? Mann, mach doch mal irgendwas mit deinem Walkie-Talkie. Ich verstehe doch kein Wort. Muss ich jetzt hier eigentlich wieder lang? Da drüben war doch die Fackel. Ja, da brennt auch irgendwas. Schon wieder so eine brennende Thermoskanne. Wer rennt mir da wieder irgendeine Scheiße hinterher? Was Sache. Was ist das? Ich muss rennen. Run! Run! Run, boy, run. Der Direx. Verdammter T-Rex. Wo ist der? Ich laufe direkt auf ihn zu, ne? Glaube ich. Da hinten ist irgendwo eine brennende Fackel. Ja, safe progress. Ja. Hä? Kann ich mich verstecken?
Ich darf mich nicht mal umdrehen. Ich dachte, das wäre eine Höhle. Machen wir jetzt einfach mal, was der sagt, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Ach, da links ist er. Hier Funke von der andauern. Oh, der will's wissen. Die ist aggressive. Dinosaur aggressive. Oh, der ist schon wieder da. Oh, meine läuft so scheiße langsam. Run! Run! Oh, mein Alter. Was ist denn das jetzt hier für ein Jump and Run? Leck mich. Was ist das denn? Dear Mr. Stevens, we invite you and six other guests to spend an adventurous week at the Oakwood camping site in Yulee for 3 nights. Follow Burn Trail for find looking North Shore following use the key, send this mail to unlock the gate. Please look the gate behind you. Have a wonderful trip. Ach du Scheiße. Ihr wollt mich wohl verarschen, ne? Spielt ihr hier mit mir oder was? Guck mal, Alter, hier ist alles voll. Oakwood. Ja, okay, die Dinos haben mich also voll verarscht von vorn bis hinten. Na, ja, reicht. Ja, also die Dinos haben mich voll verarscht, von vorn bis hinten. Ja, mach mal weg jetzt die Credits. Wow. Es geht nicht weg. Trevor da Silva. Ja, also. Das war das Horror-Game. Oakwood. Also, Dino-Horror. Aber, ja, war okay. Das Nervenaufreibende ist halt, dass sie dich umbringen können, dir hinterherrennen können. Sowas ist halt immer... Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Weil die Mucke echt laut wird. Aber das ist halt immer das Nervenaufreibende, ne? Dieses Abhauen, Wegrennen, Verstecken... Support your locale dinosaur shelter. Tack, 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 tack. Ja.
Das war's damit. Ich hoffe, die Musik hört jetzt mal bald auf. So. Das war Oak Wood. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ich habe ja auch noch ganz viele andere. Ich habe den Bus-Simulator. Ich habe Car for Sale. Ich habe Seven Days. Ich habe... Ach, lauter. Ich spiele eigentlich alle. Deswegen, also wenn ihr Bock habt auf mehr, seppt mal meinen Channel durch. Dann könnt ihr auch ein paar andere Scheißdinger sehen. Also, haut da rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao.